Ja, willkommen, meine Damen und Herren, zu Hause an den Empfangsgeräten. Wir haben uns hier zusammengefunden, um etwas über das Thema Screencasting zu sprechen. Und zwar heißt diese Session Screencasting How-To. Die kennt der eine oder andere, der jetzt zu Hause sitzt, schon aus einem anderen Barcamp und kann dann deswegen jetzt wieder abschalten. Genau. Ja, wird ja doch langsam voll hier. Wunderbar. Genau. Was muss ich mir überlegen, wenn ich... Nee, da fehlt doch eine ganze Menge hier. Verdammt. Schnitt. Da fehlt sogar ziemlich viel. Bin ich hier in der falschen Präsentation? Die DVI hat gestern ein paar Probleme gehabt, wenn du mit dem VBA rausgehen willst vielleicht. Ach so, das hast du auch noch? Okay. Das ist noch gar nicht da, ist auch gut. Pause. Gut, dann starten wir nochmal neu. Wir haben uns zusammengefunden, um über das Thema Screencasting zu sprechen. Vielleicht mal erstmal eine Frage in die Runde. Wer weiß denn überhaupt hier, was ein Screencast ist? Oder was versteht ihr unter einem Screencast? Okay, wer weiß, was ein Screencast ist? Okay, dann erklärst du das jetzt mal. Ja, ein Mitschnitt von dem Bildschirm. Möglichst noch mit einer flauschigen Tonspur, wo ich irgendwas erkläre. Also ich produziere selber Erklärvideos für Software, die immer total schmerzhaft sind, deswegen sitze ich hier. Okay. Gut, ja, das stimmt. Gut, dann, ja, man kann Screencasts zum einen verwenden, um Sachen zu erklären, zum anderen kann man sie natürlich auch verwenden, um jetzt Software beispielsweise zu demonstrieren, also um ein bisschen die Features ein bisschen schön darzustellen, das Ganze vielleicht ein bisschen schöner darzustellen, als ich das in einer Live-Demo machen kann, weil ich in der Live-Demo Ladezeiten drin habe, ich klicke mal auf den falschen Button und solche Geschichten und im Screencast kann ich mir das alles schön ablaufen lassen. Was überlege ich mir, wenn ich so einen Screencast erstelle? Ich überlege mir zuerst mal, was möchte ich damit erreichen? Was soll der Nutzer tun, nachdem er diesen Screencast angeschaut hat? Das kann sein, dass er sich auf meiner Webseite registrieren soll. Das kann sein, dass er ein Produkt kaufen soll. Er soll in der Vertriebsabteilung anrufen. Das ist ein ganz häufiger Punkt, wenn ich Screencasts für den Marketingbereich produziere. Das ist natürlich das Wichtigste, dass ich am Ende eine Telefonnummer platziere. Sonst kann die Abteilung lange warten, dass der Nutzer von YouTube aus auf die Webseite klickt, dort die Telefonnummer raussucht und dann auch noch anruft. Deswegen sollte sowas dann auch in den Screencast rein. Oder das allein in der Bedienung einer Software ist das Beispiel, was wir gerade eben hatten. Nächste Möglichkeit wäre, den Expertenstatus zu demonstrieren. Wenn ich mich also in einem Thema gut auskenne, dann kann ich Screencasts erstellen und kann damit anderen Leuten zeigen, dass ich davon ein bisschen eine Ahnung habe. Als nächstes muss ich mir überlegen, wer ist denn meine Zielgruppe für so ein Video? Und wie muss ich diese Zielgruppe anschließend ansprechen? Sprich, was haben die für ein IT-Level? Produziere ich für euch Screencasts? Muss ich nicht viel dazu erklären. Produziere ich für Leute, die vielleicht nicht so oft am Rechner sitzen, Screencasts, dann kann ich schon mal erklären, dass ich ein Kontextmenü mit der rechten Maus, dass der aufmache. Da kennt ihr euch etwas nicht ganz ernst genommen vor, wenn ich euch sage, rechte Maustaste, linke Maustaste. Das kann ich unter anderem daher erkennen, woher kommen meine Leute. Zeige ich die Videos auf dem Barcamp, IT-Level hoch, zeige ich die Videos im Seniorenheim, IT-Level eher niedriger. Wie spreche ich die Leute an? Meistens sagt man ja, Internet duzt man die Leute, aber wenn ich jetzt im B2B-Bereich Videos produziere, dann sollte ich die Leute im Normalfall schon siezen, sonst kommen die sich nicht ganz ernst genommen vor. In welcher Sprache produziere ich? Viele Screencasts gibt es dann nur in Englisch oder man produziert sie in Deutsch und lässt damit die internationale Kundschaft außen vor. Wenn man andere Sprachen produziert, muss man sich immer ein bisschen Gedanken machen, okay, brauchen wir das wirklich in mehreren Sprachen? In Deutschland verstehen die Leute im Normalfall Englisch auch. In Frankreich verstehen sie es, aber sie wollen es nicht verstehen. Und in Spanien verstehen sie es überhaupt nicht. Das mal so grundsätzlich
je nachdem, in welchem Land ich aktiv bin, da muss ich mir überlegen, okay, so und so viel Prozent meiner Kunden sitzen tatsächlich in Frankreich. Produziere ich wirklich französische Screencasts? Ist ungefähr nochmal der gleiche Aufwand, wie wenn ich deutsche Screencasts produziere. Aber zumindest die zweite Sprache sollte man oft anbieten, wenn man ein bisschen international tätig ist. Ja, das Hosting. Man kann selber hosten, man kann auf YouTube oder andere Provider gehen, Vimeo beispielsweise ist für die, die nicht auf YouTube gehen wollen, eine ganz gute Geschichte. Ich kann die Videos auch im Intranet laufen lassen, wenn ich also intern Videos produziere für den Schulungsbereich, was gerade bei größeren Screencasting-Projekten so ist, dass man einfach mehrere Stunden Video produziert und die laufen dann ja nur intern, sind nur für die eigenen Mitarbeiter gedacht. DVD, irgendwann entferne ich diesen Slide, aber noch ist er drin und steht für alle externen Medien, auf denen solche Screencasts theoretisch auch gehostet werden können oder gespeichert werden können. Die Aspect Ratio ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich die Aspect Ratio nicht richtig wähle, dann sieht das Ganze zum Beispiel auf YouTube relativ blöd aus. Das heißt, YouTube ist einfach auf 16:9 optimiert. Mittlerweile werden auch die anderen Videos meistens einigermaßen passend dargestellt. Noch vor ein paar Jahren war das so, dass man dann am Rand ständig diese schwarzen Streifen hatte, weil der Player eben im 16:9 Format war. Und wenn ich dann ein altes Video um 4:3 habe, dann habe ich am Rand diese schwarzen Streifen und die machen das Bild einfach nicht unbedingt besonders toll. Was nehme ich dann tatsächlich auf? Also sprich, welche Auflösung wähle ich? Der Standard ist diese 1280x720 mittlerweile für YouTube. Theoretisch geht auch Full HD, wobei ich mir immer überlegen muss, auch was für Bildschirme haben danach, hat der Großteil meiner Nutzer. Und wie groß ist die Software, die ich aufnehme? Also nehme ich eine Webseite auf, reicht mir meistens die 1280x720. Habe ich komplexere Backends in Software, dann muss ich meistens ein bisschen eine größere Aufnahmeauflösung wählen und später bei der Produktion oder beim Schnitt ein bisschen nach unten gehen. Genau, die Auflösung sollte so groß wie notwendig sein, aber so klein wie möglich. Also mir nützt es nichts, wenn ich eine riesen Auflösung wähle und habe dann jede Menge weiße Flächen auf dem Bild. Da bringt es mir mehr, mir vorher ausführlich Gedanken darüber zu machen, okay, ein bisschen zu testen, wenn ich das in 1280x720 aufnehme, wenn ich das in der 1400er Auflösung aufnehme, was kann ich jeweils erkennen, wie ordentlich kommt die Schrift später im Bild noch rüber. Also ruhig mal den Prozess durchgehen, aufnehmen, die Größe in der Bearbeitung anpassen, das Ding auf YouTube hochladen und dann schauen, wie sieht es tatsächlich aus. In dem Fall das Video noch auf privat stellen, damit es nicht jeder sieht, vielleicht ist zu empfehlen. Vertonung oder Textfelder? Eigentlich immer eine Vertonung, wenn eine Vertonung geht. Eine Vertonung ist, wenn man selber macht, ja, muss man immer wissen, will ich jetzt selbst vertonen, also Videos, die ich professionell produziere, vertone ich natürlich nicht selbst, sondern mache das über professionelle Sprecher. Manche Leute vertonen Videos gerne selber. Ist immer ein bisschen die Frage, wie professionell soll das Ganze wirken? Ist es vielleicht sogar von Vorteil, dass es authentischer wirkt? Also wenn ich den Leuten was erkläre und erkläre denen das innerhalb der Firma, dann kommt es vielleicht teilweise sogar ein bisschen besser, wenn ich das selbst erkläre, zumal wenn ich vielleicht als Dozent die Videos erstelle und die Leute mich aus der Schulung kennen und solche Geschichten, dann ist das durchaus ein Vorteil. Textfelder wähle ich dann, wenn ich davon ausgehen kann, dass der Großteil meiner Zielgruppe kein Audio hat oder ich sag mal in einem Großraumbüro sitzt, theoretisch seinen Laptop-Lautsprecher anschalten könnte, aber ich gehe davon aus, der hat kein Headset vor Ort im Normalfall, dann verwende ich auch eher Textfelder, weil ja, ich nicht möchte, dass der seine Kollegen mit dem Video stört. Ja, als nächstes kommen wir zum Thema Drehbuch. Warum macht man erstmal ein Drehbuch? Wenn jemand Videos produziert, mit oder ohne Drehbuch, mal so eine Frage in die Runde. Okay, also im Normalfall empfehle ich immer mit Drehbuch. Es gibt so ein paar Kollegen, die das auch ganz ordentlich drauf haben, Videos anhand von Stichpunktlisten im Nachhinein frei runterzureden. Aber also entweder ist dann die Qualität noch nicht so optimal oder man ist besonders talentiert dafür und kriegt das trotzdem so hin. Das mag auch mal funktionieren, aber im Normalfall ist es geschickter, sich da ein bisschen was zu überlegen. Was für Tools kann man für Drehbücher verwenden? Ganz gut kann man das über die Online-Office-Tools eigentlich machen, aus dem Grund, wenn man mit mehreren Teilnehmern an den Drehbüchern arbeitet. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine SharePoint oder so nehme und schreibe ein Drehbuch in Word, dann
schreibe ich das Drehbuch lokal, dann lade ich das hoch, dann checkt das jemand anders aus, dann bearbeitet er das, dann lädt er das wieder hoch. Im Online-Office-Tool können alle Leute gleichzeitig an dem Drehbuch arbeiten. Sprich, wenn ich mit Kunden zusammen an einem Drehbuch arbeite, dann habe ich den Kunden am Telefon und währenddessen sind wir beide im gleichen Dokument und wenn ich eine Änderung mache, sieht die der Nutzer sofort oder der Kunde in dem Fall dann sofort. Also sprich, wenn ich mit mehreren Leuten kollaborativ an so einem Dokument arbeite, dann spielt so ein Online-Office-Tool eigentlich seine Stärken so richtig aus. Ansonsten kann man das ganz gut über Mindmaps machen, gerade wenn man überlegt, was möchte ich denn in so einem Screencast zeigen, dann kann ich ein bisschen Ideen in einer Mindmap sammeln und kann das anschließend in eine Reihenfolge bringen und dann daraus später ein Drehbuch entwickeln. Screenshot-Tools kann man auch ganz gut verwenden, wenn man eben in Drehbüchern zusätzlich schon Grafiken reinbringt, ist gerade dann sinnvoll, wenn ich das Drehbuch schreibe und jemand anders nimmt das auf, denn dann kann ich dem in so einem Screenshot schon einen Pfeil drin bringen, wo klickt er hin, was wird später gehighlightet und so weiter, habe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten im Drehbuch sowas schon zu erwähnen. Und wenn ich Screenshot-Tools verwende, dann kann ich als Drehbuch-Tool auch PowerPoint verwenden. Mache ich selber in der Praxis nicht, aber es gibt Leute, die mit PowerPoint die Drehbücher schreiben und da blendet man eben unten diese Moderatornotizen ein. Dann kann man da unten einen Text hinschreiben und oben hat man dann zu jeder Seite passend eben die Grafik, die man vorher als Screenshot bearbeitet hat. Willkommen. Hallo. Gut. Ja, was kommt denn alles in so ein Drehbuch rein bei so einem Screencast? Die wichtigste Spalte, oder was heißt die wichtigste? Zuerst mal muss ich mir überlegen, was zeige ich am Bildschirm? Da gehört dazu, wo klicke ich drauf? Da können auch schon Anweisungen rein, wie zoome auf diese Stelle, highlighte mir später diese oder jene Area, wollte ich sagen, diesen oder jenen Bereich müsste es eigentlich heißen. Also alles, was ich später am Bildschirm mache. Die zweite Spalte ist die Spalte gesprochener Text. Da kommt das rein, was ich später auch an den Sprecher gebe. Und jetzt kommt noch eine wichtige Spalte, das ist die Spalte Dauer. Weil worauf ich achten muss, ist, wie lange dauert das denn? Also einerseits, wie lange dauert der gesprochene Text? Und zweitens, wie lange dauert das, was ich am Bildschirm zeige? Also sprich, Video und Audio aufeinander abstimmen. Denn es gibt zwei Sachen, die im Screencast nicht so gut sind. Das eine ist viel Text und wenig Bewegung. Und das zweite ist wenig Bewegung und Nochmal, also das erste ist viel Text und wenig Bewegung. Und das zweite ist viel Bewegung und kein Text dazu. Denn in beiden Fällen sitzt der Betrachter vor dem Video. Und wenn ich viel Text habe, dann frage ich mich, ja, wann geht es denn jetzt endlich los? Ich will doch was sehen. Da passiert ja nichts in diesem Video. Und das zweite ist, wenn eben viel passiert und ich höre keinen Text dazu, dann denke ich mir, ja, was macht er denn da jetzt alles? Jetzt klickt er hierauf, darauf, dort. Das könnte er mir ja auch noch erklären. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass ihr in einem Drehbuch euch wirklich überlegt, okay, was ich hier im Bildschirm zeige, dauert ungefähr 7 bis 8 Sekunden. Dann schaue ich, dass ich ungefähr 7 bis 8 Sekunden Text dazu habe. Wenn ich dazu 30 Sekunden Text rüberbringen möchte, ist vielleicht nicht so geschickt, muss ich mir überlegen, okay, wie kürze ich den Text? Kann ich irgendwas weglassen? Kann ich vielleicht am Bildschirm irgendwas ein bisschen langsamer ablaufen lassen? Also einfach da sich vorher schon beim Drehbuch Gedanken machen. Gerade in Projekten, in denen mehrere Leute zusammenarbeiten, ist es dann natürlich so, dass man oft die Anforderungen kriegt, ja, da muss doch dieser oder jener Hinweis noch mit rein. Und dann muss man eben ein bisschen wirklich schauen, dass man da so gut wie möglich die Hinweise zusammenkürzt, sage ich jetzt mal. Was man machen kann, wenn man vor so einem Drehbuch sitzt und nach 2 Stunden immer noch vorm leeren Blatt sitzt, ist eine Dummy-Aufnahme machen. Sprich, ihr lasst das Drehbuch erstmal auf die Seite, ihr drückt auf Rekord und ihr zeigt die Software dem Kollegen, der gerade nicht neben euch steht, aber der neben euch stehen könnte. So. Und wenn ihr das macht, dann nehmt ihr das Ding einmal komplett auf, ihr erklärt währenddessen ein bisschen was, da könnt ihr im Prinzip noch reden, was ihr möchtet, weil das ja nicht euer endgültiger Screencast ist. So, und wenn ihr dann nach 5 Minuten fertig seid und das Ding einmal im Kasten habt, dann könnt ihr euch das danach anhören oder anschauen. Und dann könnt ihr der Reihe nach euer Drehbuch aus dieser Dummy-Aufnahme herausgestalten. Am Anfang und am Ende des Screencasts sollte man kurze Slides haben im Normalfall. Da kann man auch Animationen einbauen. Wichtig ist, das Ganze relativ kurz zu halten. Sprich, einerseits nur einen kurzen Titel und maximal noch eine kurze Einleitung dazu. Auch den Sprechertext an der Stelle nicht zu lang, weil der Nutzer will was sehen. Also wenn ich 30 Sekunden Titelslide habe,
dann warte ich einfach. Oder wenn ich andersherum jedes Mal ein 15-sekündiges Intro habe und ich habe jetzt eine Serie aus 20 Videos, beim ersten Video ist das Intro noch interessant, beim zweiten, ja, kenne ich schon und ab dem dritten nervt es mich und ich will sehen, wann das Video endlich beginnt. Das ist beim Podcast oder so vielleicht was anderes, wo man das Ding einmal die Woche hört, aber wenn ich Screencasts mehrere hintereinander mir anschaue, dann sollten einfach die Intros so kurz wie möglich sein. Auf dem Endslide ist das Wichtigste der Call to Action, das ist das, wo ich vorhin sagte, Telefonnummer oder Link auf das nächste Video oder Link auf die Webseite oder was auch immer. Also ich habe irgendein Ziel mit diesem Screencast und das gehört auf den letzten Slide drauf. Was mache ich, bevor ich mit der Aufnahme der Screencast starte? Ich schaffe eine saubere Umgebung, sprich alles, was mein Screencast stören würde, was die Aufmerksamkeit des Nutzers stört, muss von meinem Rechner runter. Da sollten nicht die letzten Urlaubsfotos drin sein, da sollte der Desktop sauber sein. Und sowas kann ich erreichen, indem ich ein neues Benutzerkonto anlege. Das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit, dass ich alles, was ich nicht sichtbar haben möchte, hier mit verstecke und mir eben ein Konto Schulung anlege oder ein Konto Screencast-Aufnahme oder wie auch immer das Ding heißt. Und dort eben nur die passenden Infos habe. Desktop-Symbole und Ordner aufräumen. Grundsätzlich sollte der Desktop so leer wie möglich sein. Ich habe normalerweise die Möglichkeit zu sagen, in so einem Screencast-Programm blende mir alle Symbole automatisch aus. Das nützt mir aber nur dann was, wenn ich kein Symbol auf dem Desktop anklicken möchte. Wenn ich zusätzlich ein Symbol aufrufen möchte, weil ich am Anfang mit einem Desktop-Hintergrund starte, dann kann ich die Symbole nicht ausblenden, dann brauche ich die alle und dann sollte ich das vorher aufräumen, dass ich vielleicht nur mein Symbol drauf habe oder dazu vielleicht passend noch einen Papierkorb oder so, den jeder drauf hat, aber nicht die 150 Dateien, die man so normalerweise auf dem Desktop liegen hat. Ordnerstruktur sollte natürlich genauso irgendwie aufgeräumt sein, also alles eben so sauber wie irgendwie möglich. Die Chronik des Browsers löschen. So, zum einen steht in der Chronik des Browsers vielleicht was, was ihr nicht drinstehen haben möchtet. Das zweite, was aber auch sehr störend ist bei einem Screencast, ist, wenn ihr eine URL eingibt, weil genau dann ist ja die Chronik des Browsers sichtbar, dann bringt euch der Browser immer die Autovorschläge. So, und ihr wollt ja normalerweise zeigen, ihr macht jetzt gerade ein Video und ihr zeigt dem Nutzer, ihr gebt dem die Vision, er schaut dieses Video gerade an und ihr habt das ein einziges Mal durchgeführt und habe das währenddessen aufgenommen. Das ist ja so die Vision, die man rüberbringen möchte. Klar, im Endeffekt habe ich in so einem Video, ich habe da dran gearbeitet, ich habe alles Mögliche gefaked, damit das Video danach super sauber aussieht. Aber der Nutzer soll die Vision haben, okay, der hat auf Rekord geklickt und hat mir gezeigt, was er der Reihe nach macht. So, wenn ich jetzt die Browserchronik nicht lösche und diese automatischen Formulareingaben gehören da auch dazu, dann gebe ich meine ersten zwei Buchstaben der Webadresse ein und der ganze Rest erscheint ja schon automatisch. Und ich möchte aber ja, dass das so aussieht, als ob ich das gerade das erste Mal eingebe. Wie kann ich sowas noch erreichen? Ich kann virtuelle Maschinen aufsetzen. Da installiere ich mir eine virtuelle Maschine, mache mir da einmal eine saubere Umgebung und jedes Mal, bevor ich einen Screencast aufnehme, setze ich mir das Ding wieder zurück. Warum kann ich sowas noch brauchen? Nicht nur für solche Geschichten wie Formulareingaben, sondern oft nimmt man auch irgendeine Software auf. So beispielsweise wo ich keine Möglichkeit habe, etwas nochmal aufzunehmen, ist, wenn ich zeigen möchte, wie man die E-Mail-Adresse max.mustermann@gmail.com, die gibt es nicht mehr, aber wenn ich denn tatsächlich so einen Nutzernamen aufsetze, dann kann ich das genau einmal zeigen mit dem Nutzernamen selber so und danach habe ich den entsprechenden E-Mail-Account angelegt und dann muss ich mir den nächsten, nämlich den maxmustermann1 und so weiter überlegen. Genauso ist das, wenn ich mir einen Kunden anlege, also ich lege in der Software einen neuen Kunden-Account an. Ich lege den einmal an. Okay, lege ich den das nächste Mal an, gibt es den schon ein zweites Mal, gibt es den ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal. Spätestens dann, wenn ich nach dem Nutzer suche und den anschließend 10 Mal in meiner Datenbank untereinander sehe, ist das ganze Ding nicht mehr so realistisch, wie es im Normalfall der Fall ist. Deswegen muss ich sowas immer wieder zurücksetzen und da kann eine virtuelle Maschine helfen, es kann ein Backup helfen, dass ich den entsprechenden Teil mir zurücksichere oder es kann mir der nette Administrator helfen, der sich in die Datenbank einloggt und die wieder zurücksetzt. Was mache ich noch bei einem Screencast? Ich schaue, dass ich möglichst viel Leistung habe. Ist alles immer unwichtiger, weil die Rechner mittlerweile sehr viel Leistung haben und die Screencast-Programme nicht so wahnsinnig viel Leistung brauchen, aber trotz allem sollte ich einfach Anwendungen, die ich nicht benötige, vorher beenden. Störfaktoren ausschalten,
ganz wichtig, das hier ist ein Telefon. Das Telefon, das nützt mir nichts, wenn ich das nur auf lautlos stelle und so neben mich lege, weil zwischendurch kommen da irgendwelche Messages an, die ich drauf sehe. Das heißt, rumdrehen. Ganz wichtig, weil das lenkt euch während dem Screencast ab. Auch alles andere, also ich höre hinter mir irgendwas, es ist nur der Beamer oder so, der relativ leise ist. Aber ansonsten, eine Kaffeemaschine kann euch stören. Klar, es stört auch, wenn jetzt jemand reinkommt. Da kann ich ein Schild hinhängen, bevor ich so eine Screencast-Aufnahme mache. Also einfach alles, was mich während der Aufnahme stört, sollte ich mir vorher ein bisschen überlegen. Die Kollegen zu informieren, Geräte ausschalten, Benachrichtigungen und Prozesse deaktivieren. Da gehört eine Firewall dazu, ein Virenscanner, der gerade dann sein Update macht, während ich den Screencast aufnehme. Was auch schön ist, sind solche Geschichten wie Backups. Also alleine, wie oft meine blöde Time Machine losläuft, während ich Screencasts aufnehme. Es ist eine Katastrophe. Die Dropbox, Shared Folder sind ein super System, um Dateien auszutauschen. Aber Shared Folder, während ich den Screencast aufnehme, sind eine Katastrophe. Also muss ich vorher die Dropbox beenden, sonst ist mein Screencast kaputt. Ja, Skype gehört auch dazu. Also alle so einfach ständig immer wieder Nachrichten reinkommen. Ja, Benachrichtigungen allgemein als Überbegriff. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, eben alles deaktivieren. Leistungsfähiger PC hatten wir im Endeffekt schon. Die Mausgeschwindigkeit ist auch so ein Ding. Ich versuche ja, wenn ich einen Screencast mache, die Maus so geradlinig, also so ordentlich wie irgendwie möglich zu bewegen. Exakt geradlinig wäre nicht gut, weil es wirkt wie ein Roboter. Es soll dem Nutzer ja die Vision geben, das hat ein tatsächlicher Mensch hat dieses Video aufgenommen und nicht eine Maschine hat es nur aufgenommen. Was da aber helfen kann, damit ich eben möglichst gut mich von A nach B bewege, ist die Mausgeschwindigkeit ein bisschen einzustellen. Also ein bisschen einstellen heißt bei mir im Normalfall, dass ich eine der ersten zwei Stufen wähle und die Maus kaum noch bewegen muss. Da muss man am Anfang ein bisschen üben, also so kann man normal die Maus nicht benutzen, aber für den Screencast selber ist das halt optimal, weil dann muss ich zwischendurch nicht absetzen, um von A nach B zu kommen. Wenn ich jetzt ein Mauspad nebendran habe und muss die Maus eigentlich zweimal über das komplette Mauspad drüber bewegen, bis ich über meinen Bildschirm bin, dann ist das ein Absetzen der Maus im Screencast und das ist natürlich nicht so geschickt. Kein Touchpad, ja, ich habe mittlerweile auch schon Screencasts produziert, auch professionelle Screencasts mit Touchpad, wenn ich gerade gar nichts anderes da hatte, aber im Normalfall sieht das mit der Maus besser aus. Also ein Touchpad ist nicht wirklich für geeignet und auch mit dem Touchpad muss man relativ lange üben, bis man das wirklich so hinbekommt, dass es im Video nicht mehr direkt sichtbar ist, dass es nicht mit der Maus aufgenommen wurde. Ein hochwertiges Mikro ist wichtig. Das kann so ein Teil wie dieses hier sein. Ansonsten so USB-Mikros ab 80, 90 Euro kriegt ihr relativ ordentliche Mikros. Wenn ihr teurere Mikros verwenden wollt, die nutzen euch auch nur dann was, wenn ihr zusätzlich den ganzen Rest auch noch schafft. Das heißt, ein ordentliches Studio, in dem ganz einfach keine Nebengeräusche mehr auftreten und so weiter. Also dann hört ihr vielleicht den Unterschied. Was man sich dabei aber auch immer überlegen muss, ist, ich benutze ein super hochwertiges Mikro dann für den Screencast, investiere da richtig Geld und am Ende hört sich der Nutzer das über die normalen Speaker des MacBooks an. Da kommt nicht mehr 100% von dem an, was ich vorher aufgenommen habe, beziehungsweise habe ich es vorher schon auf YouTube hochgeladen, es wird komprimiert und so weiter. Also das heißt, mit einem 100-Euro-Mikro ist man wirklich ganz, kommt man ganz gut klar. Fenster und Symbole platzieren ist was helfen kann, in einem Screencast das Ganze ein bisschen besser aussehen zu lassen. Wenn ich ein neues Fenster aufmache, das heißt, ich drücke auf irgendeinen Knopf und es geht ein Fenster auf, dann sollte ich dieses Fenster, wenn möglich, natürlich in meiner Bildschirmmitte irgendwie platzieren oder in der Mitte der Aufnahmeumgebung und nicht außerhalb der Aufnahmeumgebung. Gerade wenn ich nicht den vollen Bildschirm aufnehme, sondern nur einen Teil des Bildschirms und das Fenster geht außerhalb auf und ich muss dann erstmal mit der Maus außerhalb des für den Nutzer später sichtbaren Bereichs fahren. Das Fenster wieder reinziehen ist schlecht. Das heißt, ich pausiere an der Stelle die Aufnahme, hole mir mein Fenster, ziehe mir das in die Mitte rein, dann kann ich weitermachen. Besser ist es, wenn ich das Fenster vorher einmal öffne. Das Fenster geht jedes Mal an der gleichen Stelle wieder auf. Ich ziehe mir das einmal in den richtigen Bereich, schließe es wieder und wenn ich das nächste Mal draufklicke und es geht wieder an der Stelle auf, dann muss ich nichts mehr extra verschieben.
Browser konfigurieren, abgesehen von den Daten, die ich löschen sollte, sollte ich auch Symbolleisten und Plugins deaktivieren. Das heißt, egal wie viele 1000 Plugins ihr in eurem Firefox drin habt oder Chrome, der Nutzer kennt eure Plugins nicht, der Nutzer ist aber sehr stark interessiert an euren Plugins. Das heißt, wenn ihr diese Plugins da drin habt, sieht erstens mal vielleicht irgendwas, was ihr aufnehmt, ein bisschen anders auf. Und das zweite ist, ach, der nutzt auch eBay. Ach, was verwendet er da für eine? Ach, Bing verwendet er. Was ist denn das für einer? Und so weiter. Ja. Ja. Kann man machen, wenn man, ja, wenn man nicht noch irgendwas davon braucht. Also ich, beispielsweise mal als Plugins, ich habe ein paar Plugins im Firefox laufen, das sind aber wieder Plugins, die mir speziell jetzt selber was helfen, um einen Tab neu aufzumachen, um die Fenstergröße des Firefox entsprechend anzupassen, habe ich ein paar Sachen drin, die ich dann an der Stelle wieder brauche, dann muss ich mir halt doch alles manuell zurechtbasteln, aber ja, der Inkognito-Modus kann schon auch weiterhelfen an der Stelle, klar. Tabs vorbereiten ist auch so eine Geschichte. Organisation, Dateistruktur schaffen. Wie viele Dateien habt ihr pro Screencast? Oder pro Videoprojekt allgemein? 2 Dateien, 5 Dateien, 10 Dateien? Also pro Videoprojekt allgemein 100. Hast du die in einem Ordner liegen oder in mehreren Ordnern? Zum Teil überall, okay. Ja, also klar können die Dateien überall liegen und wenn man selber damit klarkommt, geht das ja theoretisch auch. Ganz gut wäre es aber, wenn man ein bisschen Organisation reinbringt und sich eine Ordnerstruktur anlegt und die kann dann auch meistens für jedes Videoprojekt gleich sein. Das heißt, wenn ich einfach sage, okay, bei mir ist das ein Media-Folder, in dem habe ich meine Bilder drin, die ich in dem Screencast mal zwischendurch einfüge, in dem habe ich meine Sprecherdatei drin und dann habe ich einen Workfolder, in dem habe ich meine Aufnahmedateien und die Projektdateien drin, dann habe ich einen Exportfolder, in den packe ich meine exportierten Projekte rein. Und das wiederum habe ich dann teilweise für jedes Video einzeln oder für jedes Videoprojekt, in dem dann entsprechend mehrere Videos innerhalb dieser Ordnerstrukturen drin sind. Wie man das regelt, muss jeder selber wissen, aber es ist ganz sinnvoll, sich da vorher mal ein paar Gedanken dazu zu machen. Dateien logisch benennen. Jede Grafik, die nur aus irgendeiner Zahlenkombination besteht, zwingt euch jedes Mal die Grafik zu öffnen, zu überlegen, okay, was ist das jetzt tatsächlich? Ach ja, die Grafik brauche ich gerade, also sprich, am besten die Dateien logisch benennen. Das sind sowohl Grafiken als auch Exportdateien beispielsweise. Ich kann in der Exportdatei komplette Informationen mit reinnehmen, die ich normalerweise mir immer nochmal extra holen müsste. Sprich, ich kann da eine Auflösung mit reinpacken, ich kann eine Videoqualität mit reinpacken, ich kann eine Audioqualität mit reinpacken. Also beispielsweise heißt die Datei dann Dateiname unterstrich 1280 mal 27 unterstrich 90 unterstrich 128 unterstrich keine Ahnung was. Können ein bisschen längere Dateinamen werden, aber danach, wenn ich mir den Namen anschaue, weiß ich, wenn ich ein System dahinter habe, sofort, okay, auf die und der Art und Weise habe ich das Video produziert und muss nicht nochmal reinschauen, ach ja, die Qualität ist nicht so gut, könnte das daran liegen, dass ich vielleicht nur mit 90% exportiert habe, also man muss da ja immer ein bisschen spielen, exportiere ich mit einer bestimmten Qualitätsstufe, wie groß wird die Datei danach und das kann man einfach ja, dann an der Stelle eben auch im Dateinamen direkt erkennen. Eine Medienbibliothek einzurichten ist ein ganz gutes Ding, wenn man also mehrere Videos zu einem Projekt produziert und dann immer die gleichen Slides verwendet oder immer die gleichen Grafiken, dann ist es ganz gut, sowas in der Medienbibliothek zu haben. Bei Camtasia Studio ist es seit Version 7 mittlerweile so, dass es eine Medienbibliothek gibt. Das heißt, man kopiert da einmal die Geschichten rein und hat die dann anschließend in jedem Projekt immer wieder zur Verfügung. Die Datensicherung ist auch ein wichtiges Thema. Genauso wie ihr bei anderen Daten möglichst eine Datensicherung haben solltet. Ich weiß, die hat nicht jeder, aber man sollte das machen. Oder wie auch eure, mal so nebenbei, Internetseiten und so weiter immer mal wieder ein bisschen sichern solltet. Genauso wichtig ist das auch bei Videoprojekten. Und es ist auch wichtig, die Daten immer wieder sofort wegzusichern, weil ich arbeite den ganzen Tag daran und wenn irgendwas passiert
und ich muss wieder 3 Tage vorher anfangen, bloß weil ich gesagt habe, ja, das sind ja die riesen Videodateien, die sichere ich erst am Ende meines Projekts, dann habe ich genauso viel Zeit verloren, wie wenn ich 3 Tage an was anderem gearbeitet hätte. Also deswegen, am besten habt ihr solche Dateien, entweder sichert ihr sie nachts weg oder was auch eine gute Geschichte ist, ist ganz einfach eben die Cloud-Services zu nutzen. Wenn ich meine Projekte direkt in Dropbox oder Ähnlichem liegen habe, dann werden sie immer automatisch sofort mitgesichert und dann muss ich mir da gar keine großen Gedanken dazu machen, dass der Backup-Vorgang ewig dauert. Aber natürlich nur dann, wenn die Dropbox aktiviert ist und zum Screencasten selber sollte ich sie ja zwischendurch mal deaktivieren, das muss man auch dazu sagen. Ja, Uhr. Die Aufnahme. Es gibt 3 grundsätzliche Sachen, wie man Screencast aufnehmen kann. On the fly ist dieses Sofortaufnahme, also Rekord, Vertonung und Bildschirmaufnahme gleichzeitig. Die 2. Möglichkeit ist, zuerst das Audio aufzunehmen, dann das Audio im Hintergrund laufen zu haben auf irgendeinem Gerät, wie beispielsweise einem iPhone, und währenddessen auf dem im Video, also auf dem Rechner, die Aufnahmen zu machen. Gibt etliche Kollegen, die so arbeiten. Ich selber komme damit nicht ganz klar. Liegt einfach daran, dass man ständig immer wieder auf Pause drücken muss in dem Audio, weil ich ja am Rechner irgendwo draufklicke, dann kommt erst eine Ladezeit. Die habe ich in der Vertonung später nicht, aber am Bildschirm während der Aufnahme habe ich diese Pause natürlich. Deswegen nehme ich zuerst das Video auf, mache dann schon mal so den Grobschnitt. Das Audio kriege ich im Normalfall nach 2-3 Tagen vom Sprecher zurück und schneide das dann anschließend in das Video mit rein. Die perfekte Aufnahme, die würdet ihr alle gerne machen, aber die gibt es nicht. An der Aufnahme gibt es immer irgendwas, was nicht gepasst hat, aber irgendwann muss man immer sagen, okay, das reicht, ich habe das jetzt 3-mal aufgenommen oder 10-mal oder 20-mal oder 50-mal und ich habe währenddessen 3 Kaffeepausen gemacht und bin 5-mal ums Gebäude gelaufen und die Aufnahme ist immer noch nicht perfekt, dann muss ich mir einfach denken, okay, die kriege ich gerade nicht besser hin. Ich fange mit irgendwas an und editiere das. Klar, desto besser die Aufnahme ist, desto weniger muss ich im Nachhinein daran schneiden, desto besser wird das Endergebnis. Aber an der Stelle nicht zu viel Perfektionismus, sondern irgendwann einfach sagen, okay, das reicht. Weil wenn ihr genauer hinschaut, erkennt ihr immer irgendwas, was noch nicht passt. Aber der Nutzer, der sich das Video anschaut, der will einfach nur wissen, wie das funktioniert, was er eben gerade zeigt. Und ob da zwischendurch mal die Maus minimal verspringt. Das ist für mich eine mittlere Katastrophe, aber für den Nutzer, der das Video anschaut, ist das nicht weiter schlimm. Also deswegen einfach machen. Ja, natürliche Mausbewegungen habe ich vorhin schon mal gesagt. Man sieht hier so ein bisschen, wie sich eine Maus bewegen kann, wenn man den Rechner normal bedient, weil man die Maus irgendwo ein Stück bewegt und sich dann überlegt, ach ja, was wollte ich tatsächlich machen? Dann muss ich ganz woanders hin. Was habe ich? Ja, okay. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Es sollte einfach im Screencast so sein, dass ich vorher weiß, wo möchte ich mit der Maus hin und ich muss die Maus jetzt nach rechts oben bewegen und sollte ich sie nicht erst nach links und dann merken, ach nee, halt, der Knopf ist ja ganz woanders. Also da sich einfach vorher ein bisschen Gedanken machen. Vielleicht das vorher, bevor man es aufnimmt, 1-2 Mal durchspielen. Ja, die nächste Sache ist, wenn ich Videos schneide, in einem normalen Video habe ich das natürlich genauso, dass ich bei einem Schnitt dann irgendwo einen Übergang machen muss oder eine neue Szene mache und im Screencast ist das auch so ein Ding, dass ich nicht so einfach schneiden kann. Ich kann eigentlich immer nur dann schneiden, wenn sich die Maus an irgendeiner Stelle befindet und nicht bewegt. Das heißt, ich habe mir angewöhnt, an Stellen, an denen ich auf einen Knopf klicke, auf irgendeine Schaltfläche, mache ich eine ganz kurze Pause. Dann habe ich erstens im Nachhinein die Möglichkeit, diese Pause zu verlängern, um 1-2 Sekunden, wenn ich das wegen dem Ton an der Stelle brauche. Und zweitens habe ich die Möglichkeit, diese ganz kurze Pause im Nachhinein herauszuschneiden. Zusätzlich kann man solche Videos auch beschleunigen, das heißt, ich nehme zwischendurch mir einen kurzen Videoabschnitt, in dem ich die Maus eher langsam bewegt habe, dann kann ich einfach mal nochmal ein bisschen 20-30% Geschwindigkeit dazugeben, dann spare ich mir ein bisschen Zeit und kann das vielleicht eher an den Text anpassen. Nur grundsätzlich, ich kann die Maus nur dann schneiden, wenn sie sich an einer Stelle befindet, also wenn ich mit der Maus von links oben nach rechts unten fahre. Ich kann das nur beschleunigen, schneiden kann ich an der Stelle nicht, weil sonst springt mir die Maus über den Bildschirm und das sieht am Schluss wieder nicht mehr realistisch aus und das ist ja das, was wir in dem Video haben wollen. Videobewegungen minimieren. Zum einen kennt der Nutzer die Software meistens nicht so gut wie ihr, wenn ihr die aufnehmt. Das heißt, wenn ihr viel hin und her scrollt und so weiter, weiß der Nutzer teilweise nicht genau, wo ihr euch befindet. Und zum anderen macht das natürlich auch die Videodateien größer.
Scrolling vermeiden hatten wir schon. Professionelle Vertonung oder Internetlösung, habe ich auch vorhin schon was dazu gesagt. Wo finde ich jetzt professionelle Sprecher? Es gibt so ein paar Sprechermarktplätze. Bodalgo ist so ein Beispiel. Bodalgo ist ein Sprechermarktplatz, da könnt ihr ein Sprechercasting in Auftrag geben. Das heißt, ihr sagt, ihr sucht einen Sprecher für eine bestimmte Art von Video. An der Stelle am günstigsten, da ich jetzt aufgenommen werde, am günstigsten sind die Videos, wenn ihr E-Learning auswählt. Versucht einfach, das Richtung E-Learning zu bekommen. Sobald ihr in Richtung Marketing-Video und so weiter geht, gehen die Sprecherpreise nach oben. Ja, das ist einfach so. Also, aber deswegen, wenn ihr einen Screencast produziert, ist das ja meistens eher ein E-Learning, als dass es jetzt irgendwo ein Image-Video oder so ist. Also da kann man schon einen Unterschied machen und da muss man halt sehen, dass man das entsprechend verhandelt, dass man das als E-Learning durchbekommt, sage ich mal. Sprecherpreise, also ihr könnt dann hier noch angeben, wie lange ist das Video, ihr könnt angeben, welche Sprache möchtet ihr könnt sogar angeben, welchen Dialekt möchtet ihr oder möchtet ihr jetzt beispielsweise bei Englisch, möchtet ihr UK-Englisch oder US-Englisch haben, möchtet ihr Native-Speaker haben und so weiter, dann könnt ihr hier irgendwo 2-3 Zeilen Text mit angeben. Das ist ganz gut, wenn ihr euch die Standard-Sprecher-Samples anschaut, sind die alle super, natürlich, klar. Als Sprecher lade ich ja da keine Samples hoch, die mal eben schnell runtergesprochen wurden für ein geringes Budget, sondern als Sprecher lade ich Samples hoch, die danach ausführlichst nachbearbeitet wurden, möglichst noch mit Musik im Hintergrund, sodass das einfach alles wesentlich besser rüberkommt. Und wenn mir ein US-Sprecher seine Levi's-Werbung als Sample schickt, sorry, damit kann ich nichts anfangen, weil ich genau weiß, in meinem Screencast wird er nicht so klingen wie in seiner Levi's-Werbung. Da ist richtig viel Geld reingeflossen, Zeit reingeflossen, was weiß ich, mehrere Aufnahmeversuche, aufwendige Bearbeitung und so weiter, dann die Musik im Hintergrund. Das ist nicht das, was er später in meinem Screencast spricht. Das heißt, sucht euch aus eurem Skript heraus 2-3 Sätze und schreibt dem Sprecher einen kurzen Text dazu, er soll bitte euer Sample vertonen. Ungefähr 2/3 der Sprecher, denen ich solche Sätze liefere, vertone mir auch diese Sätze und dann kann ich mir ein wirkliches Bild davon machen, was der Sprecher da an Vertonung rüberbekommt. Und dann dauert das im Regelfall so irgendwie 2-3 Tage. Wenn ich einen deutschen Sprecher suche, kriege ich irgendwie 40-50 Stück, beim englischen Sprecher kriege ich 20-30 Stück. Und ja, wenn es andere Sprachen sind, sind es halt teilweise ein bisschen weniger Sprecherangebote, aber ich habe hier eine ganz gute Auswahl. Und es ist meistens so, dass nicht der teuerste am Schluss das beste Ergebnis liefert, sondern ja. Meine Frage, wenn ihr Videos produziert, mit oder ohne Sprecher? Mit. Noch jemand mit Sprecher oder? Ohne. Okay. Ich denke gerade über das Thema Sprecher bei mir intensiv nach. Also ich habe es jetzt für ein Video mal mit Sprecher gemacht, das Ergebnis war deutlich besser, aber halt eben auch diese paar hundert Euro da zusätzliche Ausgaben gehabt. Schauen wir mal. Was es jetzt im Endeffekt rüberbringt, sehen wir dann. Ja, also wenn ich professionell produziere, produziere ich immer mit Sprecher. Ja, zum einen rede ich selbst zu schnell, zum anderen kriege ich einen Dialekt nicht raus und das ist einfach, das ist ganz was anderes, wenn ich solche Videos mit einem professionellen Sprecher vertonen lasse, als wenn ich die selber mache. Ich sage immer, wenn man sie selbst vertont, da kann ich ein Video so professionell aufnehmen, wie ich möchte, vertont man das intern, klingt das nach einem ja, mittelmäßigen Video. Mache ich ein Video, wo ich vom Video her selbst noch x Fehler feststelle und sage, ja, Mensch, das habe ich nicht genau geklickt und da hätte ich im Schnitt noch was verbessern können und so weiter, lasse ich das Ding professionell vertonen, dann klingt das Ding professionell, auch wenn ich videotechnisch da noch einiges dran verbessern könnte. Also Audio macht mehr als die Hälfte von so einem Video aus und deswegen muss man sich einfach immer überlegen, ob es das Geld wert ist. Der Sprecher kriegt bei mir tatsächlich nur Text. Also meine Sprecher sehen das Video vorher nicht. Ich habe am Anfang das Video mitgeschickt, Video und Text, und habe danach gefragt, und wie hat das Videoformat gepasst, soll ich es nächstes Mal anders schicken? Und dann habe ich als Antwort zurückbekommen, nee, das habe ich gar nicht angeschaut, das Video. Und das hat mich am Anfang total überrascht, weil ich mir dachte, oh, das ist ja alles richtig betont und so. Der muss doch gesehen haben, was da am Bildschirm passiert. Aber nein, im Endeffekt
kann der ja aus dem Text daraus schon eine ganze Menge erkennen. Dann kann er immer noch nebenher, der kriegt mein komplettes Drehbuch, das heißt inklusive der Bildschirmaktionen. Also wenn ein Sprecher da nicht weiß, wie er was betont, dann kann er sich das immer noch anschauen. Was steht denn da ungefähr? Was macht der da? Klickt der da auf irgendwas? Gibt der irgendeinen Text ein und so weiter? Es kommt ganz selten mal vor, dass irgendeine Betonung nicht passt. Ja, dann schicke ich dem Sprecher eine Mail und sage, hallo, kannst du mal bitte folgende zwei Sätze nochmal vertonen? Damit habe ich dies und das und jenes gemeint und es kommt halt ganz anders rüber. Dem kann ich auch vorher schon natürlich ein bisschen helfen, indem ich einfach vorher solche Anweisungen noch mit dazu schreibe. Bitte das und das betonen oder das fett schreibe oder was auch immer. Aber wie gesagt, Videos gebe ich nicht mit. Müsste sie immer wiederholen, ja. Ich gebe dir jetzt mal das Mikro. Ja, meine Frage wäre, wie kriegt man die zeitliche Synchronisierung zwischen dem Audio, was dann vom Sprecher aufgenommen wird, zu dem Video, was du selber aufnimmst, weil wenn er sich das Video nicht anschaut, weiß er nicht, wie schnell er sprechen muss. Ja, also zum einen habe ich ja vorher beim Schreiben des Drehbuchs schon darauf geachtet, dass Audio und Video möglichst gut zusammenpassen. Dann ist natürlich so, dass ich danach sehr stark editiere. Das heißt, im Endeffekt kann man sagen, ich schneide bei dem Audio eigentlich fast jeden Satz einzeln heraus und platziere den dann passend zum Video. Wenn ich vorher gut gearbeitet habe beim Drehbuch oder sagen wir mal fast perfekt gearbeitet habe, dann kann ich die Audiospur komplett lassen und nur das Video entsprechend kürzen, habe ein bisschen weniger Arbeit damit, aber im Normalfall schneide ich auch die Audiospur auseinander. Und dem Sprecher sage ich eigentlich nur dazu, spreche das Ganze, also wie er das betonen soll oder wie er es allgemein sprechen soll, sprich, spreche das Ganze eher sachlich oder spreche das Ganze sehr dynamisch, das wird später eben doch in Richtung Marketing-Video gehen. Also da muss ich halt immer ein bisschen aufpassen, damit der Preis nicht nach oben geht. Aber dann sage ich einfach, bitte etwas dynamischer sprechen oder bitte ein bisschen schneller als normal. Wenn ich mit einem Sprecher bei mehreren Projekten zusammenarbeite, dann kann ich auch sagen, okay, normal vertont er so und jetzt soll er mal ein bisschen schneller sprechen. Aber ja, also ich gebe jetzt keine, ja, nicht mehr Anweisungen dazu, sondern das kann ich im Nachhinein im Schnitt eigentlich alles machen. Ja, wenn man selber vertont, ist natürlich wichtig, eine ruhige Umgebung zu schaffen, sprich elektrische Geräte auszuschalten. Ein PC-Lüfter ist so ein wichtiges Thema, wenn ich an einem richtigen PC bin. Was ich da am besten machen kann, ist, ich kann ein bisschen Abstand schaffen. Das heißt, mein MacBook hier dreht jetzt gerade nicht besonders laut, aber wenn ich da ein bisschen mehr und gerade Video laufen habe, dann fängt auch das MacBook irgendwann an, sich bemerkbar zu machen. Und dann muss ich einfach schauen, dass ich ein bisschen Abstand mit dem Mikro halte, wenn ich selber vertone. Am besten hilft da eigentlich ein Stehpult. Wenn man vertont, sollte man sich sowieso hinstellen. Sollte man eigentlich auch, wenn man eine Präsentation macht, aber ich sitze gerade so bequem. Deswegen aufstehen bei der Vertonung, das kommt nämlich auch gleich noch. Falscher Slide, egal. Also wenn ihr ein Stehpult habt, nehmen wir mal an, ich würde jetzt hier in so einem Stehpult stehen, ich habe hier vorne mein Notebook und jetzt höre ich den Lüfter kaum mehr, weil ich spreche direkt in das Mikro rein und der Notebook-Lüfter ist weit genug weg. Also das ist einfach eine Sache, die viel hilft an der Stelle. Eine ruhige Umgebung suchen ist wichtig. Einerseits einen möglichst ruhigen Raum, andererseits die Fenster schließen. Wenn ich, ja, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, sollte ich jetzt nicht zu Zeiten aufnehmen, zu denen ich an der Hauptstraße draußen alle 5 Sekunden ein neues Auto vorbeifahren habe, also sich einfach da ein bisschen danach richten. Oder wenn ich im Büro aufnehme, dann vielleicht eher morgens aufnehmen, wenn ich früh ins Büro komme und noch nicht so viele Leute da sind, oder ich nehme abends auf, wenn die meisten schon nach Hause gegangen sind, einfach, dass ich mir da ein bisschen Gedanken mache, wann kann ich am geschicktesten in einer etwas leiseren Umgebung aufnehmen. Auf die Atmung achten ist ein ganz wichtiges Thema. Das wird einem beim Videoschnitt so richtig bewusst, wie wichtig dieses Thema ist. Es gibt auch Sprecher, die mir das noch mit entsprechend lauter Atmung schicken. Dann schneide ich das selber nach. Das hängt so ein bisschen eben auch von dem Preis ab, den man zahlt. Ob man die Atmung dann noch deutlich hört oder ob das vorher schon editiert ist. Aber wenn ihr normal sprecht,
atmet ein, sprecht dann eine ganze Zeit lang und atmet dann wieder. Also versucht einfach mal einmal so einen Satz runter zu sprechen, hört euch das an und dann stellt ihr schon fest, aha, okay, das ist wohl nicht so geschickt zwischendrin, sondern ich sollte immer vorher atmen und dann ein paar Wörter hintereinander runtersprechen und dann wieder neu atmen, weil das kann ich im Nachhinein schneiden und alles andere macht das Schneiden eben schwieriger. Tastatureingaben einschränken, wenn ich jetzt schon gleichzeitig irgendwo Video und Audio aufnehme, dann sollte ich natürlich die Tastatur so wenig wie möglich verwenden oder dann gibt es, wenn man das öfter die Tastatureingaben währenddessen braucht, dann gibt es die Möglichkeiten, leisere Tastaturen zu verwenden, also beispielsweise so diese diese ausrollbaren Tastaturen, diese Gummitastaturen, die man dann überhaupt nicht hört. Solche Geschichten gibt es, die ich dann eben verwenden kann, damit das ein bisschen leiser ist. Genau das Gleiche bei der Maus natürlich. Der Mausklick sollte nicht mega laut sein. Aufstehen habe ich gerade schon gesagt. Eine Aufnahme ist auch ein ganz wichtiges Thema. Bei einem Sprecher ist das so, wenn ich einen Sprecher nehme, selbst wenn ich verschiedene Projekte nehme, der Sprecher klingt meistens jetzt gleich, wie er vor 3 Monaten geklungen hat. Ich selber klinge jetzt ganz anders als heute Nachmittag, weil ich zwischendurch was anderes gegessen habe. Ich klinge morgens anders, weil ich schlechter oder besser geschlafen habe. Ich klinge anders, weil ich anders sitze, stehe, wie auch immer. Also sprich, weil ich das Mikro näher dran habe, weil ich das Mikro ein Stückchen weiter weg habe, weil ich nicht jeden Tag in das Mikro spreche und nicht jeden Tag exakt den gleichen Abstand habe. Das heißt, bei euren eigenen Audioaufnahmen ist es ganz wichtig, die Audioaufnahme einmal runter zu sprechen. Jeder Satz, der zwischendurch geändert wurde, den hört ihr später, dass der in dem Video extra eingesprochen wurde. Was auch so ein extra Ding ist, wenn ihr schon was nochmal neu aufnehmt oder auch wenn ihr zwischendurch euch versprecht, fangt immer mit einem Satz vorher nochmal an. Denn man sieht das in den Audio-Waves immer, wenn ich aufnehme, der Anfang gibt immer so einen leichten Peak. So, das heißt, wenn ich jetzt einen Satz aufnehme und spreche vorher nochmal den letzten Satz, dann könnt ihr später bei der Bearbeitung diesen ersten Satz, den ihr doppelt gesprochen habt, wegschneiden und in einem zweiten Satz habt ihr den Peak schon nicht mehr drin. Also das ist auch noch ein ganz guter Tipp, wie man bei dem Audio diese Peaks hier vermeidet. Genau. Dann sind wir eigentlich auch so weit durch. Ja, meine Ordner sieht man hier noch, genau. Ja, und so sieht jetzt auch mein Desktop auch aus. Auch wenn der oft aufgeräumt ist, aber halt ganz aufgeräumt ist er auch nicht. Zusätzlich haben wir jetzt noch diese spezielle Beamer-Auflösung, da schieben sich die Symbole noch übereinander. Also auf jeden Fall, hier stehen irgendwelche Sachen und hätte ich das im Screencast, dann überlegt ihr euch, ja, was macht der hier alles? Genau, alles Mögliche, deswegen kommt der jetzt weg. Aber deswegen sollte man am Screencast drauf aufpassen. Es gibt auf dem Mac eine Software, die per Klick den ganzen Kram wegräumt. Den Namen weißt du? Ich? Nein. Ja. Also dieses Aufräumen von Präsentationen geht auf Klick. Mikro. Ja. Also Power-Tipp für Mac-User, es gibt eine Software, die diesen ganzen Müll wegräumt und dann nach der Aufnahme genau wieder da platziert, wo er war. Den Namen fällt mir nicht ein, aber das ist halt extra für Screencasts gemacht. Für die Leute, die gerne Messi sind. Soll ich gerade benutzen, weil ich es in der Hand habe? Hervorragend, ja genau. Ich hätte noch einen Tipp, den ich mal irgendwo gesehen habe, wenn man unterwegs aufnimmt und tatsächlich wenig möglich oder es schwierig ist, einen ruhigen Raum zu finden oder der Raum einfach nicht ruhiger zu kriegen ist, der hatte sich irgendwie ein großes Handtuch übergehängt, um die Aufnahme dann zu machen, um einfach die Außengeräusche noch ein bisschen abzuschirmen. Genau, könnt ihr mal suchen im Internet nach Grumo Media. Der hat so ein schönes Video gemacht. Der hängt sich wirklich eine Decke drüber. Also nimmt zuerst eine Schreibtischlampe. Die Schreibtischlampe wird auf den Tisch gestellt. Da kommt dann das ausgedruckte Drehbuch hin. Und dann hängt er sich eine Decke über den Kopf. Und dadurch kriegt ihr sämtliche Nebengeräusche weg. Und der hat da ein ganz cooles Video dazu gemacht. Neben dem Tipp fürs Ausblenden der Videos, was ich unter dem Mac verwende, ist ein Tool, das nennt sich Moom. Und das ist, ja, wo ist es denn? Wir sehen es sowieso nicht mehr. Ihr seht es auch nicht mehr, stimmt. Das ist richtig, dann kann ich ja doch jedes Fenster hier aufmachen, ja wunderbar, hervorragend.
Genau, also das ist ein Tool, das euch ermöglicht, ja, was soll's, Moment, ich suche kurz einen Ordner, den ich zeigen kann. Ja, das ist, Editor ist in Ordnung, ja. So. Was hatten wir? VGA haben wir. Ist dieser hier? Also, was dieses Ding hier macht, es ist noch nicht da. Genau, okay. Was dieses Ding hier macht, es gibt euch hier oben bei dem Plus die Möglichkeit, Fenstergrößen entsprechend anzupassen. Das heißt, einerseits könnt ihr das so ein bisschen anpassen. Das Ding kostet irgendwie 8 bis 10 Euro oder sowas in der Richtung. Und ihr habt dann hier die Möglichkeit, solche Fenstergrößen hier vorzudefinieren. Dann zeige ich eben hier beispielsweise, das Fenster soll 1280 x 27 sein und soll sich hier oben befinden. Es ist jetzt hier nicht mehr so ganz machbar, weil wir eine 1280 x 27, glaube ich, insgesamt auf dem Beamer gerade eben haben. Aber normalerweise kann ich das eben nutzen, um meine Fenster entsprechend auf dem Bildschirm zu platzieren. Oder hier habe ich eben eine etwas größere Fenstergröße. Die 807 sind dazu da, dass ich in dem Fall dann nur den Fensterinhalt, den Inhalt des Browsers aufnehme und die zusätzlichen 87 in der Höhe, die wir hier gerade haben, das sind eben dann die ganzen Menüleisten und so weiter. Und so kann ich mir das eben, wenn ich immer wieder den Webbrowser aufnehme oder ein bestimmtes Fenster, dann kann ich mir das damit schön platzieren und muss eben nicht jedes Mal die Aufnahmeauflösung da anpassen. Hat jemand noch irgendwie? Du darfst einmal rennen, bitte. Hast du Erfahrung mit Touchscreen-Screencasts? Noch ein bisschen ein schweres Wort für die Uhrzeit. Also sowas wie ein iPad. Ja, da gibt es ein paar Tools für, mit denen man dann eben passend für die Klicks sich entsprechende visuelle Effekte da einbauen kann. Also ich habe konkret viele iPad-Screencasts aufgenommen, wo das direkt in der Software integriert war dann. Ansonsten solltest du eben irgendeine Art von Grafiken an der Stelle einfach einblenden. Du kannst auch theoretisch, ja, es gibt so Handbibliotheken, dann kannst du auch eine Hand drüber einblenden, machen auch mehrere. Das gibt es in animierter Form oder in statischer Form. Also du musst halt einfach irgendwie visualisieren, was da passiert, weil ansonsten klickst du auf dem Ding rum und nimmst nur das auf, was passiert, und dann hast du wieder genau das, dass der Nutzer nicht weiß, ja, was auf dem Bildschirm tatsächlich passiert. Hast du schon irgendwas in die Richtung probiert oder war das jetzt? Nein, das war einfach Neugier. Okay. Haben wir noch irgendwas? Wir sind auch sowieso schon ziemlich weit. Ich glaube, es gibt gleich Mittagessen. Ach so, okay, wir haben noch eine Session, ja. Schade, ich habe Hunger, gut. Ja. Noch irgendwelche Fragen? Jetzt schauen wir noch ganz kurz. Nee, WLAN habe ich hier gerade nicht. Netzwerk habe ich. Genau, ich hätte nämlich noch zwei Sachen. Also zum einen gibt es das, was ich jetzt in der Session so erzählt habe und noch ein paar mehr Infos, habe ich ein Screencasting-E-Book dazu gemacht. Das hätte nicht passieren dürfen. Dann schließen wir das mal. So, und zwar gibt es auf meiner Website unter learntouse.de gibt es ein Screencasting-E-Book. Da sind im Endeffekt die Inhalte dieser Session und noch ein bisschen mehr drin. Ihr könnt das E-Book einerseits komplett online lesen und dann könnt ihr euch das Ding auch als PDF zuschicken lassen. Da geht es eben ja, im Endeffekt darum, wie plane ich so einen Screencast, wie bereite ich den vor, wie nehme ich das optimal auf, also ganz vieles, was wir gerade eben gehört haben. Zusätzlich gibt es hier relativ viele Infos zur entsprechenden Software, die man verwenden kann. Gehe ich vielleicht mal noch ganz kurz drauf ein. Open Source oder kommerzielle Programme. Bei Screencasts ist die Entscheidung ganz einfach, kommerzielle Programme. Es gibt einfach Open Source technisch
nichts wirklich Brauchbares, um Screencasts zu produzieren. Deswegen, ja, auch Screencasting-Tools unter Linux. Die Infos sind hier drin, aber es gibt eigentlich nichts richtig Ordentliches unter Linux. Ich lasse mich gerne belehren, dass es in der Zwischenzeit irgendwas Neues gibt, aber also wenn man Screencast erstellt, sollte man am Mac oder unter Windows arbeiten. Unter Windows ist eigentlich seit Jahren die Referenz Camtasia Studio, ist auch die Software, mit der ich arbeite und für die ich Schulungen anbiete. Kostet 280 Euro, glaube ich, momentan. Das hängt immer ein bisschen am Dollarkurs, deswegen geht der Preis momentan nach oben. Snagit ist die einfachere Software von TechSmith. Mit Snagit kann ich nichts bearbeiten, ich kann aber Videos in guter Qualität aufnehmen und wenn ich danach irgendein anderes Programm habe, sei das irgendein einfaches Videoschnittprogramm oder eben auch professionellere Software wie Premiere oder Final Cut, dann kann ich das Video anschließend in so einer Software weiter bearbeiten. Nur ganz einfach die der Aufnahmecodec, der hier verwendet wird von TechSmith, der ist eben sehr gut und das ist die gleiche Aufnahmequalität, die ich mit Camtasia Studio erreiche, nur eben ohne Bearbeitung. Ching ist kostenfrei, Begrenzung hier auf 5 Minuten. Ich kann mit Ching Videos einfach kurz aufnehmen. Wenn ich die einem Kollegen mal eben was erklären möchte, dann kann ich das mit Ching machen. Ja, und dann gibt es hier noch ein paar weitere Wettbewerber. Unter dem Mac gibt es eigentlich zwei Tools, die so standardmäßig verwendet werden. Das eine ist Camtasia für Mac und das zweite ist ScreenFlow. Ja, da hat man gerade eben wieder meine ganzen Tools hier gesehen, die eben in dem Screencast nicht drin sein sollten. Ja, also am Mac, die Software ist jeweils ein bisschen günstiger. ScreenFlow gibt es gerade eine neue Version, Version 5. Da gab es eine Aktion, ich glaube aber, die ist schon wieder vorbei. Ansonsten kosten die beides um die 80, 90 Euro rum. Sinnvoll hier ist es natürlich am Mac, die über den App Store zu kaufen, weil ich ganz einfach dann immer wieder die Updates dafür bekomme. Ja, das vielleicht noch zur Software, genau. Und ansonsten könnt ihr euch dieses E-Book hier herunterladen, wenn ihr wollt. Ja, genau. Kommt das Fenster nochmal. Und was ich auch noch habe, und zwar gibt es hier unter Events gibt's Barcamp Screencasting How-To. Die ist vielleicht auch ganz praktisch, die Seite, wenn sie funktioniert. Genau. Hier findet ihr zum einen die Slides, zum anderen findet ihr Checklisten. Das heißt, viele der Sachen, die hier drin sind, sind in diesen Checklisten nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Also was ist ein Ziel des Screencasts, Zielgruppe und so weiter. Das habe ich hier dann im Prinzip so auf ein, zwei Seiten pro Thema nochmal zusammengefasst. Dann gibt es Drehbuchvorlagen. So kann also so ein Drehbuch aussehen. Oben habe ich so einen Startslide, in den so allgemeine Infos reinkommen, welche Aspect Ratio und Auflösung wähle ich dafür, was möchte ich mit dem Screencast erreichen, welches Design wähle ich und ich muss fertig machen, genau. Und hier habe ich so diese Bildschirmaktion und gesprochener Text. Dann habe ich den Link zu Bodalgo hier, das ist der Sprechermarktplatz und zur Screencasting-Software und hier noch Links zu zwei Mikrofonen. Ich verwende selber den Blue Snowball, aber eben nur, wenn ich einfache Screencasts erstelle, die ich selber vertone. Ja, danke und schnell weiter in die nächste Session, würde ich sagen. Applaus